Nehmt euch vor meinem Zorn in Acht, denn er ist fürchterlich. Wer wagt es, unsere Verhandlungen zu stören? Mein Name ist Emissaritar. Nein, die steht dort. Die würde das sicherlich auffliegen lassen. Ich bin hier, um ein Eisenabkommen mit Taldor im Namen des Großherzogs auszuhandeln. Mein Name ist Talisa. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Talisa sagt ihr: Ach stimmt, Sarimok hat uns schon gewarnt, dass ihr euch vielleicht einmischen würdet. Das Einmischen hat hiermit jedoch ein Ende. Und wer sagt ihr, wer seid ihr, dass ihr das sagen könnt? Ich habe alle vor euch zerschmettert. Aber ein nettes Sümpchen würde eure Überzeugung etwas ändern. Ein bisschen Gold, damit ihr es euch anders überlegt. Entschuldigt bitte die Störung. Ist dies der Ausgang? Ich gehe jetzt. Nein, wer seid ihr? Die vor uns waren Narren genau wie ihr. Die vor uns waren so schwach, wie ihr es seid. Die vor uns sind nicht Salma oder Garrosh oder Naman oder Diab oder Asman oder Alai. Die vor uns sind tot, wie ihr es auch bald sein werdet. So ist es beschlossen worden, so soll es auch geschehen. So ordnet Sarivok es an. Okay. Feuerbällchen? Nein. Au. Das hat Blitz erwischt. Okay, wir müssen ja auf jeden Fall ordentlich Prügel austeilen. Au, starres Denken. Au. Ja, da hat Talisa gerade Khalid getroffen. Das ist nicht so gut. Ich bin ganz gut, so gut ich kann. Mich kümmert's nicht. Au. Das starre Denken ist nicht so toll. Ich glaube, ich muss Magie-Bannen wirken. Das war zu spät, da ist Khalid gerade exterminiert worden. Okay. Da müssen wir gucken, dass wir den richtigen Mark hier jetzt gleich erwischen beim zweiten Versuch. Unter meiner Würde. Gut. Und mal kurz das hier abschalten. Ja, das kennen wir, das kennen wir auch. Eure Zeit ist gekommen, Prinzessin! So, den Doppelgänger. So, wer ist jetzt der Richtige? Du wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich der, der sich gerade unsichtbar gemacht hat. So, ich hoffe mal, das war einer der beiden. Oder der drei. Was wollt ihr? Okay, Khalid muss immer noch gut einstecken. Und ich habe vergessen, warum. Weil ich vergessen habe, Khalid seinen Umhang wiederzugeben. So. Okay, das waren alle. Das waren auch ziemlich viele Erfahrungspunkte, sehe ich gerade. Ein paar tausend. Jo. Das hat uns ganz schön hochkatapultiert. So, vorsichtshalber ein Quicksave. Diesmal klappte es auf jeden Fall besser. So, Khalid, leg du mal den hier ab. Yahira, heil Khalid. Talisa, heil Linz. Ja, gut. So, und jetzt gucken wir mal, was die so bei sich getragen haben. Eine hübsche Hellebarde und einen Brief. Geld, einen Ring und Blitzstab mal wieder. Nur Geld. Oh, ein paar Schriftrollen. Eine Magie-Bann-Schriftrolle ist schon mal nicht schlecht. Schutzformel gegen Untote ist auch okay. Stummer Zauber brauchen wir nicht. Schutz vor Geschossen. Was haben wir da sonst noch? Rüstungsarmschienen, die wir wahrscheinlich schon benutzen können. Klopfen kann sie nicht. Starres Denken kann sie auch nicht. Armbänder. Rüstungsklasse Armbänder, die bringen uns auch nichts. So, jetzt
die Sachen mal zum Identifizieren geben. Was bist du? Schriftrolle. Ich habe eine Aufgabe für euch und eure Auserwählten. Ihr, der Treuesten von allen, sollt mich für mich die Stellung halten. Glaubt nicht, ich würde eure Verdienste herabsetzen, indem ich euch mit einem einfachen Wachposten betraue. Diese Aufgabe ist für mich und folglich auch für euch von ganz besonderer Bedeutung. Talisa ist mir inzwischen ein Dorn im Auge, der entfernt werden muss. Erfüllt meine Bitte und ihr erweist mir einen großen Gefallen. So lautet euer Auftrag, scheitert nicht an ihm. Sarivok. Sarivok will uns also mal wieder tot sehen. Ach ja, und den habe ich vergessen wieder anzuziehen. So. Was bist du? Ring der Handlungsfreiheit. Gar nicht mal so schlecht. Den könnte Talisa anziehen. Dann kann sie Magie bannen wirken, falls, damit sie nicht mehr gelähmt werden kann. Also der tut Lähmung und so weiter, glaube ich, aufheben. Der Träger ist immun gegen alles, einschließlich von Zaubern, was seine Bewegungsfreiheit beeinträchtigt. Der Zauberhass kann allerdings immer noch angewandt werden. Ring der Handlungsfreiheit. Edventas Geschenk. Diesen Ring erhielt der nur als Edventa bekannte Riffpirat und Jäger von einer Gruppe von Wasserelfen, mit denen er schon lange befreundet war. Seine Hilfe bei der Vertreibung des der Piratenkönigin von Dambras war von unermesslichem Wert für ihr Überleben. Auch wenn Yenandra weiterhin überall gefürchtet ist, wo das Wasser auf das Land trifft. Eine Helebarde plus 2, okay. Und ein Blitzzauberstab. Was wollt ihr? So, gut. Nichts leichter als das. Den hatten wir schon. Ein Stab der Himmel. Und ein Trank der Steinriesenstärke. Streitkolben, Stab der Himmel. Ja, das ist so ein Trank, wie Khalid gerade getrunken hat. Ja. Stärke 20. Stab der Himmel ist auch ganz cool eigentlich. Der macht nämlich so eine Flammensäule. Flammenschlag, genau. Streitkolben plus 1. Und der letzte. Ah, ein Hammer. Gegengift. Wahrnehmungstrank für Imuen. So, ein Feuerballtrank. Gegengift. Und das müsste ein Hammer plus 1 sein, genau. So können wir alles dann verkaufen. Was? Du bist jung, denn ich verschwinde jetzt. Oh, und der Doppelgänger hat eine Halskette fallen lassen. Die können wir auch noch verkaufen. So. Ja, gut. Gut, okay, dann gucken wir uns mal. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Hier weiter um. Na, da ist die richtige Emissary Etar. Warum sage ich immer T? T ist der Ort, von dem die roten Magier kommen. Und das hier ist wohl das Zimmer von Rielta. Aber hier ist nichts. Gut. Jetzt haben wir nur noch dich hier. Wer bist du? Hallo? Ich will keinen Ärger. Was macht ihr hier? Verlass dieses Gebäude und ich hole die Waren. Das können wir erst tun, wenn ihr einige Fragen beantwortet habt. Ihr seid gekommen, mich zu töten, nicht wahr? Das könnt ihr nicht machen. Wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Ich bin Talton, einer der Anführer des Einzelthrons. Ihr seid ein Jammerlappen, aber ich glaube, wir werden euch töten müssen. Könnt ihr uns nur eben sagen, wo sich die anderen Anführer des Eisentruns befinden? Wenn ihr den Mund aufmacht, wird euch euer erbärmliches Leben gelassen. Wo sind die Dokumente, die die Verstrickung eurer Organisation mit den Raubüberfällen und der Eisenknappheit beweisen? Sprecht oder ihr werdet sterben. Bitte tut mir nichts zuleide. Alles, was ihr sucht, findet ihr bei Rieta. Er ist der Anführer des Ganzen. Er hat immer alles bei sich. Darf ich jetzt gehen? Wenn ihr uns sagt, wo sich die Anführer des Eisentrons befinden, lassen wir für euch vielleicht laufen. Die anderen Anführer, Brunus und Rieta, sind in Kerzenburg und wickeln dort Geschäfte mit einigen Gönnern aus dem Süden ab. Wollt ihr mich nun bitte gehen lassen? Ihr könnt gehen. So um Weichheit zu töten, das macht auch nicht viel Sinn.
Ah, hier ist noch ein Schreibtisch. Ich wollte nämlich gerade sagen, vielleicht gibt es hier noch irgendwas Belastendes. Erstmal ein paar Schriftrollen und zwei weitere Briefe. Vater, ich habe euren Brief erhalten und ich kann euch versichern, dass die von Talisa angeführten Söldner uns nicht mehr in die Quere kommen werden. Hä, was? Wir leben aber noch. Ich habe mich persönlich um sie gekümmert. Hast du nicht. Vor dem Sterben waren sie sehr redselig und es ist so wie von euch gemutmaßt. Sie waren Spione der Zintarim. Ich muss euch außerdem mitteilen, dass es mir nicht möglich ist, an dem Treffen in Kerzburg teilzunehmen. Es gibt Probleme mit der kalten Hand und den schwarzen Krallen. Sie hatten Probleme bei der Zusammenarbeit und ich muss ihre Meinungsverschiedenheiten beilegen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht zur Seite stehen kann, Sarivok. Sarivok lügt also seinen Vater an. Das kann man weg. Was komisch ist, als ob Sarivok noch eigene private Pläne hat. Rieta, meine Vorgesetzten sind begeistert von eurem Vorschlag. Ich würde ihn gerne mit euch besprechen, aber nicht auf diesem Weg. Die Hafner und Zenz waren in letzter Zeit in dieser Region sehr aktiv und es wäre sehr unvorteilhaft, ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Allianz zwischen unseren beiden Gruppen zu verhindern. Wenn ihr Bruno und Taldor uns im sicheren Kerzenburg treffen könntet, wären meine Vorgesetzten sehr erleichtert. Sendet bitte so schnell wie möglich eure Antwort, Tuf. Wer auch immer dieser Tuf jetzt ist. Was? Nichts leichter als das. Wir haben auf jeden Fall hier alles jetzt erledigt. Und diese Statue da sieht bedrohlich aus. So, das heißt, wir verschwinden jetzt mal wieder. Beinahe unter meiner Würde. Also es ist schon komisch, dass Sarivok behauptet, dass wir tot sind. Als ob er seinen Vater irgendwie in Sicherheit wiegen will. Der hat irgendwas vor. Oder er hat einfach gehofft, dass wir jetzt hier beim Sturm auf den Eisenthron draufgehen. Durch die sieben Leute da oben. Ach übrigens, Minsk, du kannst den... Ups. Genau, du kannst den Heldentrank mal abgeben. Dann kannst du die da so lange tragen. Wir haben hier nämlich noch viel zu viele Tränke. Ich diene der flammenden Faust. Oh, die flammende Faust. Hallo Freunde, könnte ich mal kurz mit euch sprechen? Ganz ruhig, ich will euch nichts tun. Ich bin nicht hier, um euch weh zu tun. Ganz toll. Ich weiß nur, dass ihr mal angegriffen werdet, aber ich bin ein wahrer Verbündeter. Schön euch zu sehen, Fremder. Welche Neuigkeiten bringt ihr mir? Ich bin nur ein Gefährte von Skar. Er wünscht, dass ich euch im Auge behalte, obwohl ihr sehr gut selbst auf euch aufpassen könnt. Dennoch glaube ich, dass ihr eine Unterredung mit Scar für euch von Nutzen sein könnte. Er erwartet euch im Hauptquartier der Flammende Faust im Südwesten der Stadt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen falsch geskriptet wieder. Manche gehen wahrscheinlich davon aus, dass wir schon gleich in den Eisenthron gegangen wären, bevor wir überhaupt mit Scar geredet hätten. Weil mit Scar können wir jetzt nicht mehr reden, nur mit Enter Silberschild. Was wünscht er mir zu sagen? Das weiß ich nicht, das müsst ihr selbst mit ihm besprechen. Erwartet euch im Hauptquartier der flammenden Faust. Also ja, jeder will uns in Richtung Scar drängen. Habt ihr etwas gesagt? Aber wir wollen jetzt erst einmal hierher zu dem magischen Kleinkram. Beinahe unter meiner Würde. Warum sind wir hier unten? Das ist doof. Ich möchte nämlich gerne den magischen Kram verkaufen, den ich jetzt so zusammen habe und den Schmuck. Gut. Beinahe unter meiner Würde. So, dafür müssen wir hier oben rein. Da muss ich irgendwann mal ein Behältnis finden, um ein paar weitere Schriftrollen loszuwerden. Und ich glaube, das Buch verkaufe ich jetzt auch endlich mal. So, die beiden Sachen kommen hier hin. Brief. Brief. Wo ist das Autogramm? Da ist das Autogramm. Das kommt hier hin. So, dann habe ich hier die Briefe. Zum Beispiel das, den Brief an Davieron, den brauchen wir nicht mehr, die Briefe. Der Brief ist neu von Sarivok. Die drei Briefe von Davieron, die können wir wahrscheinlich abgeben. Irgendwo ablegen.